Willkommen YouTube, wir machen weiter mit Transport Fever 2. So, dann gucken wir mal weiter. Wir brauchen immer noch Geld für die Zugverbindung. Weil wir geben immer so viel Kohle aus. Für alles andere. Irgendwie hat die Zugverbindung nicht so die Priorität, die sie ursprünglich mal hatte. Weil irgendwie immer irgendwas dazwischen kommt. Irgendwie ist immer irgendwas los. Ist ja immer so, ne? Ist ja immer so. Wo fährst du denn hier lang? Neuer Bus, glaube ich. Hast du Brote bei? Linie 12 macht Probleme. Linie 12. Linie 11. Okay. Da muss ich hier mal... Fahrt durch. Müssen die jetzt durchfahren? Oder wartet mal. Ich mach das hier auch anders. Güter. So. Dann werde ich jetzt sagen, Linie 10 wechselt auf der Einbeck-Abzweigung auf die 1. Und dann spendiere ich denen nochmal eine Einfahrt hier rein. Das verbinde ich logischerweise. Okay. So, fertig. Und dann go. Kommt jetzt nicht an. Kam jetzt überhaupt nicht an. So, wer ist denn auf dieser Seite? Linie 11 ist da. Jetzt Linie 12 wieder sagen, ihr wartet auf eurem Brot. Jetzt wird natürlich hier noch ein kleiner Stau mit 10ern gemacht. Aber sobald der einmal weg ist, ist dieses Problem auch behoben. Sehr gut. Ich glaube, das war richtig geil. Das war, glaube ich, das, was wir wollten. Na, dann machen wir hier nochmal. Ups. Konfiguration einer Ausfahrt ran. So. Und? Ja, er fällt noch einmal rum. So, ich stelle mich wieder hinten an. Da habe ich keinen Bock drauf. Weil hier sind nur Linie 10er noch drauf. Genau, jetzt drehen die einmal. Weil die müssen jetzt hier abladen. Genau. Die wenden jetzt einmal Pionier C4. Genau. Jetzt haben wir hier nur noch 12er, 11er, 10er hier vorne. Wenn das nicht top ist. Können die jetzt Creature Loot abladen? Dann habe ich hier vielleicht schon was Neues für die Cargo-Linie. Nein. Doch 9. Wir könnten Getreide bringen. Fahren in 40. 30. Zack. Heidewitz, du warst teuer. Aber der kann jetzt 40 fahren und ballert hier einmal lang. Oh, neue Fahrzeuge. Ein Opel Blitzkipper. Cool. So. Komm schon. Kommt. Jetzt werde ich bestimmt das hier bauen können. Ich kann es bauen. Das nicht, aber das hier. Ich habe es. Was bist du? Linie 5. Haltestelle hinzufügen. 1, 2, 3, 4. Okay. Jetzt hat er vielleicht mit seinen 13 Passagieren ein klitzekleines Problem, aber ich denke, er wird es hinbekommen. Er fährt jetzt hier seine Passagiere los. Wie teuer ist denn eigentlich so ein Triebwagen? 20 Leute.
52 Leute, 177 km/h, 7 Millionen. Ja, damit ersetzen wir auf jeden Fall. Oder ist das vielleicht günstiger, wenn wir das direkt ersetzen? Ja. Ersetzen wir den mal direkt. Ja, wenn das nicht mal ein schickes Teil ist. Das ist doch mal schick. So, wie nehmen wir dich auf? So. Mach mal weg hier. Und weg ist er. Und die Kamera hat sich voll verdreht. Na, wie schnell fährst du? 90. Und die 100, komm schon. 100. Na, schaffst du noch die 110? Ah, 110. Und jetzt voll in die Eisen. So, bitte einmal aussteigen. Jetzt fahren wir mal wieder 11 mit. Und jetzt geht's hier die neue Route entlang. Ah, und gib ihn. Okay. Zug 1. Ich gehe auf die andere Seite. Nee, dich doch nicht. Ich gehe ein bisschen nach oben, wollte ich. Nach oben. Fahren wir einmal hier die neue Strecke lang. Ah, du musst anhalten. Haha. Oder halt lieber an, sonst gibt es einen Unfall und Tote. Und dann fahren wir weiter durch die Wüste. Das ist eine ganz schön lange Zugstrecke. Aber erst bei 113, 115. Tunnel. Buff. Ja, sieht lustig aus. Zack, zack. Jetzt nur noch 80. Muss ja erstmal wieder hochbeschleunigen. Muss ja erstmal den dicken Arsch in Bewegung kriegen. 90. Brücke. Und zium. Übers Meer. Wunderschön. Wunderschön. Upsi. Na, wie jemand mit? 11. Ja. Da wollen wir hier mit. Neuer Zug, neuer Wagen. Bla bla bla. Und jetzt wieder zurück. Ja. Ja, es läuft. Ich bin froh. Ich bin erfreut. Es funktioniert. Hier funktioniert es auch. Neue Fahrzeuge wieder. Und du hier, was sagst du? Du wartest nur auf deine Steinchen. Ah, das läuft so nicht wirklich. Was? Verschiedene Diagramme, halt die. Halt die Dusche, Alter. Ist das Linie 6? Ja. Haben wir hier. Was für Steine? 12 Güter. 14 Güter. Steine kostet uns 16 Millionen. Oh, Steine ist aber auch alle. Lalalala. Was ihr nicht alles gesehen haben wollt. Das kann doch hier gar nicht passiert sein. Was ihr hier gesehen haben wollt. Okay. Der Zug hält an. Schmeißt die Steine ab. Und jetzt wird hier erstmal wieder produziert. Er ist ja immer noch nicht voll. Jetzt. Ey, weg hier. Aber irgendwie kommt jetzt hier gar nichts mehr an. Bei den Fahrzeugen, dann können wir Linie 6 immer komplett dezimieren. Ich dezimiere einfach komplett. Und kaufe ich jetzt einmal brandneue Fahrzeuge dazu. Ganz einfach. Nicht 125, ich wollte 15. Ja, 15 Fahrräder dazu kaufen auf Linie 6. So. Staut sich es hier erstmal ein bisschen. Alter, wie schnell fahrt ihr denn? Er zieht hier erstmal voll auf 60 an. Okay. Jetzt sammelt sich das hier ein bisschen. Jetzt sammelt sich die Steine. Das ist doch super. Das ist doch super. So, wie schnell schafft er denn die Route?
er 14 Steine aufgeladen und er fährt los und fährt ganz entspannt los und gibt ihn. Er gibt ihn einfach. Einmal, zack, einmal schön auf Gas stellen und einschlafen. Immer schön auf Gas. Ist jetzt sehr viel ruhiger, die Strecke. Jetzt, wo ich nicht mehr 7 Millionen Fahrzeuge habe. Und 50, wieder 60. Und jetzt, ey, du Penner. Warum überholt er nicht einfach? Achso, jetzt fährt er hier schnell. Er schummelt. Was? Bitte Übersetzung. Er schummelt einfach. Was ist das eben? Wupp, 61.000. Und so. Komm schon, produzier mal hier. Die Leute wollen losfahren. Das bedeutet aber auch, dass wir ihn hier einfach mal austauschen. Wir tauschen ihn einfach mal aus. Aber es ist, glaube ich, alles noch viel zu teuer. Farbe braun. Farbe rot. Gelb. Ausgezeichnet. Steine, Steine, Steine. Na? Na? 108, das ist gut. Jetzt haben wir so einen quietschgelben Zug, der 75 fährt. Aber ich denke, im Großen und Ganzen deutlich schneller fahren kann als unser alter Dampflok und auch auf jeden Fall mehr Sachen transportieren kann. Was sehr wichtig ist. Sehr, sehr wichtig. Und jetzt geht los. 50, 60, was Neues, super U-Boote wahrscheinlich, U-Boote auf Wasser. Ja, O-Boote, nicht für unter, sondern ober. Und 100 abschmeißen hier. Und die freuen sich, die wissen, jetzt gibt's endlich was zu tun. Mehr oder weniger. Es dauert. Er kann losfahren. Die Priorität ist irgendwie auf diese Linie, finde ich. Irgendwie ist die da ein bisschen mehr. Was kein Problem ist. Damit kann ich umgehen. Was ich aber doof finde ist, 2, 3, 4, 5, 6 steht auch hier unten sich gerade. Sind die jetzt geklont? Ja. Da kommt noch. Hier können nämlich noch ein paar mehr fahren. Denn, oh, der Big Boy ist da und ein neues Flugzeug. Weil ich will, dass es sich hier staut, also dass niemand lang stehen muss, um seine Ware zu erhalten. Ich will aber nicht, dass es sich übermäßig staut, dass sich hier mehr als 200 hier zu liegen haben. Optimal wäre immer, wenn ein Fahrzeug ankommt und genau eine Fahrzeugladung fertig hier liegt. Das ist natürlich optimal. Den Punkt aber zu treffen, ist schon deutlich schwieriger als einfach vollknallen. Aber jetzt funktioniert's ja. Ach, die fahren jetzt auch rein. Das sind gute. So. Du hast deine 100 voll, ja. Hier liegen immer noch 400. Und bumm. Da müssten ja eigentlich gleich die nächsten kommen, oder? Ja, da. Da kommen die nächsten. Jetzt machen wir ordentlich Kohle. Jetzt machen wir Geld. Hier, das Abladen dauert am längsten. Bringt aber auch sehr viel Geld. So, wieder voll. Na. Ne, irgendwie ist hier Priorität mehr als hier. Was aber in Ordnung ist. Hauptsache es wird produziert und versandt, Leute. Oder? Und damit. Oder das war das Schlusswort. Wir sehen uns in der nächsten Folge, Leute. Wie immer, danke fürs Zuschauen. Bis dahin. Tschüssi.